Rock Me Amadeus, das war Mitte der 80er ein Riesenerfolg, sowohl das Lied von Falco wie auch das dazugehörige Musikvideo. Ja, und dieses stammt unter anderem von Hannes Rossacher. Der Filmemacher hat mit zahlreichen internationalen Musikstars gearbeitet und ist etwa auch durch die ORF-Sendung Ohne Maulkorb bekannt. Am Sonntag wird Hannes Rossacher 70 Jahre alt. Mein Kollege Robin Aidinonat hat den Regisseur getroffen und mit ihm auf seine vielfältige Karriere geblickt. Wir treffen Hannes Rossacher an einem ungewöhnlichen Ort. An einer Schule in Wien-Hütteldorf hat der Regisseur zwei leerstehende Klassenzimmer angemietet, wo er gerade sein Archiv sichtet und sortiert. Die beiden Räume sind voller Erinnerungen. Ich habe seitdem ich begonnen habe, auf der Filmakademie zu studieren, 1972, nie irgendetwas weggeworfen. Ich habe von allem Files, Flügelmappen, Übersiedlungsboxen voll mit Unterlagen. Also sind Berge im Laufe der Jahrzehnte entstanden. In den 80er Jahren war Hannes Rossacher gemeinsam mit Rudi Dolezal einer der Pioniere des Musikvideos. Mit ihrer Produktionsfirma Doro drehten die beiden unter anderem Videos für Whitney Houston, Bruce Springsteen und Queen. Queen-Frontman Freddie Mercury gab Dolezal und Rossacher in Anlehnung an die Glimmer Twins Mick Jagger und Keith Richards den Spitznamen Torpedo Twins. Ich habe schon von Teenager-Zeiten an Musik und Film als meine zwei Leidenschaften gehabt. Das war die ideale Sache, das zu kombinieren. Also ich mache einfach Musikfilme, ja, und Musikvideos. Und dann braucht es natürlich die nötige Chuzpe, dass man hingeht und egal, ob es jetzt die Rolling Stones sind oder wer sagt, ich mache ein Musikvideo für euch und ich kann das. Für Falco verfilmten Dolezal und Rossacher im Jahr 1984 das ganze Album Helden von heute. Damals war ein Film aus aufeinanderfolgenden Musikvideos eine Neuheit. Wir haben dann diese Idee entwickelt, das in Amerika zu verfilmen. Und dann ist es nach Montreux gegangen zum Festival und wurde dort abgelehnt, weil es so aussieht wie aneinandergereihte Musikvideos. Und im Jahr drauf hat dann ein Programm gewonnen, weil es den Zeitgeist genau erfasst hat und so aussieht wie Musikvideos. Weil der Musiksender MTV in Europa keine deutschsprachigen Lieder senden wollte, planten Hannes Rossacher und Rudi Dolezal den Sender Viva, der 1993 an den Start ging und bis 2018 sendete. Auch für Dokumentarfilme über Musiker wie Udo Lindenberg und Bob Dylan führte Rossacher Regie. In Rammstein in Amerika begleitete Rossacher die deutsche Band ab den 90er Jahren in die USA. Da haben sie auch begonnen, sehr früh in Amerika zu touren und wir sind eben mitgefahren und haben das immer gefilmt. Ja. Das ist aber dann im Nachgang von 9/11 eingeschlafen. Ja. Dann war plötzlich so eine seltsame Stimmung in Amerika und dann hat es eben gedauert bis 2015, bis sie dann wieder begonnen haben zu spielen und dann im Madison Square Garden eben zwei große Konzerte gespielt haben, die aufwendig mitgefilmt wurden. Und dann haben wir diese Dokumentation gemacht, wo eben der gesamte Bogen erzählt wird bis dorthin. Ende der 90er Jahre wollten Dolezal und Rossacher mit Doro an die Börse, was letztlich nicht zum erhofften Erfolg führte. Dolezal und Rossacher arbeiteten noch einige Jahre zusammen, aber trennten sich dann aufgrund inhaltlicher Differenzen. Für den ORF war Hannes Rossacher in der Sendung Ohne Maulkorb aktiv. Als Redakteur berichtete er von Themen, die die Jugendkultur damals geprägt haben. Früher noch ein Skandal, der laut Rossacher hohe Anteil an Langhaarenden, die in der Sendung zu Wort kamen. Das ist das Gymnasium Henriettenplatz. Ein Gymnasium, in dem wir, das Maulkorb-Team, nicht drehen dürfen. Scheinbar hat er direkt etwas zu verbergen oder ist zu feig, ein Fernsehteam in seine Schule zu lassen. Am Sonntag wird Hannes Rossacher 70 Jahre alt und widmet sich jetzt vor allem Dokumentarfilmen und der Live-Regie. Nächstes Jahr ist 50 Jahre Udo Lindenberg und das Panikorchester. Da wird für die ARD ein zweistündiger Film, ein großer, gedreht. Hannes Rossacher wird sein Archiv in der Schule also auch in den nächsten Jahren noch weiter mit Geschichten aus der Musikwelt befüllen.